Verehrte Facebook-Freunde, wir haben vermutlich so wie ich und etwa ein Drittel aller Deutschen gestern Abend im Fernsehen das sogenannte Triell verfolgt. Das kommt ja von Duell, aber weil drei Akteure dabei waren, heißt das Tri, wird vielleicht mal das Unwort des Jahres. Gut, diese drei haben natürlich agiert, geredet und versprochen, sozusagen Wolken, Kuckucksheime auf die Erde geholt. Deswegen glaube ich, und die Presse hat ja schon ihr Urteil da berichtet, wer hat gewonnen, wer verloren, aber da mische ich mich nicht ein, aber ich möchte mich am Faktencheck beteiligen. Und dieser Faktencheck, ja gut, dann beschränke ich mich darauf, wo ich ein bisschen Ahnung habe. Ich bin nämlich in der Vergangenheit, also bevor ich Wissenschaftsjournalist wurde, Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik gewesen. Ich habe also Netze berechnet, Hochspannungsnetze, aber auch Transformatoren, Motoren, Generatoren und so weiter und so fort. Und dann war ich außerdem, ich bin dann der Quereinsteiger, mit zwei Staatsexamen, Lehrer in Physik und Mathematik und zwar Oberstudienrat. Und dann hat mich der WDR sozusagen gelockt und dann bin ich zu ihm übergelaufen und wurde dann 50 Jahre Wissenschaftsjournalist. So. Deswegen beschränke ich mich jetzt mehr auf die naturwissenschaftlichen Fakten. Also, da wird ja von Annalena behauptet, das wäre ganz dringend, das ist ja viel zu lang dauert das alles. Wir müssen unsere gesamte Energieversorgung auf regenerative Energien umstellen. Und weg mit sämtlichen Kraftwerken, sämtlichen Verbrennungsmotoren. Und jetzt auch, ganz ein Jahr später, jetzt, also 22, werden ja auch sämtliche Kernkraftwerke abgebaut. Gut, ich war nie ein Freund der Kernenergie. Naja, aber die haben bisher jedenfalls Basisstrom geliefert. Und das Netz stabilisiert. Wenn dann aber auch sämtliche Braunkohlekraftwerke oder überhaupt sämtliche, die mit fossiler Energie, also mit Steinkohle und so weiter betrieben werden, abgeschafft werden sollen, dann gibt es ein Problem. Denn als Fachmann der Elektrotechnik weiß ich, der elektrische Strom hat nämlich eine dumme Eigenschaft. Wenn er angefordert wird, dann muss er auch vorhanden sein. Und selbst wenn nur ein paar Kilowatt fehlen, dann gibt's einen Blackout. Also, wenn wir es bedürfen, dann muss er auch da sein. Aber der schwankt ja sehr stark. Und vor allen Dingen auch, wenn wir das rein auf regenerative Energien umstellen, dann haben wir natürlich das Problem, dass wir ziehen das ja aus der Photovoltaik, da muss die Sonne scheinen, oder aus dem Wind, damit die Windräder entsprechend auch ihre Energie bekommen und unter Umständen ein bisschen auch aus Wasserkraft. Aber unsere Topografie, das heißt die Berge, die Mittelgebirge und so weiter, sind nicht so geeignet, höchstens die Alpen. Und das ist aber mehr in Bayern und vor allen Dingen aber auch auf der anderen Seite Österreich und der Schweiz. Und wenn dann schon mal die Sonne scheint, dann haben wir ganz plötzlich zu viel Strom. Das ist genauso schlecht wie zu wenig. Und deswegen muss der verkauft werden. Also nach Österreich oder der Schweiz. Und die bekommen dafür Geld. Wir müssen also dafür, was wir zu viel produzieren, sogar noch bezahlen. Weil die haben entsprechende Speichermöglichkeiten. Die fehlen vollkommen. Und darüber wird fast überhaupt nicht nachgedacht, populistisch, wie das so heißt. Ja, wir müssen regenerative Energien nehmen. Aber da ist auch die Natur, die da mit eine Rolle spielt, mitgefragt werden muss. Zum Beispiel, wie speichert man Strom? Gut, der naturwissenschaftlich nicht ganz so gebildete denkt, oh, wir haben doch Batterien da, die kleinen Batterien, die großen. Aber sobald das in den Terawatt ist also Millionen von Watt, ja, wenn das da, nein, Millionen von Kilowatt, so, wenn das da übergeht, dann müssen wir ganz andere Maßnahmen greifen. Und da gibt's überhaupt noch im Moment keinen Speicher. Höchstens die sogenannte Pumpspeicherwerke. Das heißt, Wasser wird hochgepumpt, möglichst 100 Meter hoch und deswegen höhlt man ganze Berge aus oder man nutzt eben die Topografie aus, zum Beispiel bestimmte Wasserkraftwerke können das leisten
Und dann, wenn dann der Bedarf immer zu viel Strom hat, dann wird das da hochgepumpt und nachher wieder abgelassen, wenn der Bedarf da ist. Oder aber man hat besonders schnell reagierende Kraftwerke, also zum Beispiel die Kraftwerke, die mittlerweile noch sehr selten, weil das noch ein bisschen teurer war, mit Erdgas betrieben werden. Die brauchen übrigens ganz wenig, die erzeugen wenig CO2, weil Erdgas ist ja Methan, hat nur ein C, während zum Beispiel Kohle und Erdöl, die haben eine ganze Menge, 7, 8 Cs und erzeugen da entsprechend ganz viel Kohlendioxid. Das ist klar. Kohlendioxid ist mitbeteiligt an dieser ganzen Klimadesaster. Aber auch noch andere Treibgase, zum Beispiel auch Methan. Also wenn man das zum Beispiel einfach freilassen würde, das wäre noch viel schlimmer. Das ist 20-mal klimawirksamer. Also gut, also dies muss gelöst werden. Und Annalena sagt aber, nein, das machen wir alles mit Strom. Da sehen Sie mal, wie wenig Ahnung die davon hat. Es geht nämlich nicht nur um Strom, das ist eine Energieform, die wir benötigen, zwar eine sehr wichtige, aber die sogenannte Primärenergie, merken Sie sich diesen Begriff, das ist alles, was wir brauchen, zum Beispiel auch, um unsere Häuser im Winter zu heizen oder im Sommer zu kühlen oder die ganze Industrie und so weiter und so fort, diese Primärenergie. Und wenn man da diese Behauptungen mal ernst nimmt und wenn man das auf die Gesamtmenge der Energie, die wir überhaupt in Deutschland benötigen, wenn man das darauf bezieht, dann sind im Moment nicht die 60% regenerativ, das ist auch noch ein Problem, sondern da sind nur 5-10% mittlerweile regenerativ möglich. Und das ist eine ganz andere Sache. Und trotzdem wird es behauptet. Und so schnell wie möglich. Wenn das wirklich, auch was Friday for Future da behauptet, wenn das gemacht werden würde, dann säßen wir hier sozusagen auf dem Trockenen, im wahren Sinne des Wortes. Dann wären wir ein Entwicklungsland. Denn stellen Sie mal vor, wie wichtig ist da die Versorgung. Aber die können wir nicht nur mit elektrischer Energie. Wir können unsere Häuser nicht mit elektrischer Energie heizen. Und dann zusätzlich noch das so hochgepriesene Elektroauto. Da habe ich ja vorgeschlagen, dass man sogar ein anderes Elektroauto nehmen kann, das nur noch ein Fünftel der Energie bedarf und nur noch 2-3 Liter auf 100 Kilometer. Insbesondere, wenn man umsteigt auf Wasserstoff. Wasserstoff ist aber sehr gefährliches Gas. Das ist eigentlich ja nicht zu verflüssigen. Man muss also hohen Druck überhaupt, um einen Lastwagen damit oder einen Bus damit auszuführen. Unter 800 Bar, 400 Mal stärker als in Ihrem Reifen drin ist. Da komprimieren überhaupt einigermaßen die Energie, das Wasserstoff speichern zu können. Und deswegen ist die Idee, das in Methanol umzuwandeln. Methanol, da muss man aber wieder Kohlenstoff zufügen. Aber Kohlenstoff und Kohlendioxid im Recycling zu führen. Wir haben so viel heute schon im Recycling. Ist kein Problem. Deswegen müssen wir nicht ganz auf die Produktion von CO2 verzichten. Wir können es recyceln. Es wird dann ein Wertstoff. Und ganz wichtig auch, ja, also dieses Kohlendioxid ist gar nicht so schlimm, wenn man das ansieht. Man kann nämlich auch vieles andere damit verbinden. Zum Beispiel Methanol im Verbrennungsmotor. Ich brauche überhaupt keine Investitionen mehr in Infrastrukturen. Methanol in Entwicklungsländern, da wo die Sonne viel mehr scheint, produziert, könnte praktisch auch konkurrieren mit derzeitigen, heutigen, entsprechenden fossilen Kraftstoffen. Und die kann man dann auch mit zunächst Wasserstoff und dann Methanol oder aber auch andere Treibstoffe. Und dann ist auch der Verbrennungsmotor ein wichtiger Faktor. Der hat uns immerhin 100 Jahre lang begleitet und dem verdanken wir wahrscheinlich nicht nur die Aufgabe der Sklaverei, also James Watt mit seiner Dampfmaschine, sondern auch unseren ganzen Wohlstand. Wenn das alles abgeschafft wird, die Industrie, das kann ich Ihnen sagen, wir kleines Deutschland mit nur 2% CO2-Aufkommen werden das nicht lösen. Es sei denn, wir überzeugen die mit unserer Technologie, mit unserer Kreativität, die anderen Länder, dass sie auch einen Vorteil haben.
Und deswegen sage ich, also Methanol kann wunderbar in Entwicklungsländern produziert werden. Dann sind wir endlich mal auch auf Augenhöhe mit denen. Das ist doch besser, als da irgendwelche Entwicklungshilfe leisten. Und das wird ein sozusagen ein Win-Win-Situation werden. So, das war das, was Annalena uns da vorgegaukelt hat. Glauben Sie das bitte nicht. Und ich habe das so gesagt, wenn die dann tatsächlich, wenn es dann Schiffbruch erlitten hat, dann werden die ja niemals die Schuld auf sich nehmen. Wenn wir also mal ein paar Mal Blackout haben und das kostet unsere Wirtschaft Milliarden und dann können wir nicht mehr konkurrieren. Die anderen Länder, also Frankreich hat da kein Problem, der hat ja die Kernenergie. Und viele andere setzen ja überhaupt noch auf fossile Brennstoffe. Das meine, dass das noch ein Problem wird, die Welt davon zu überzeugen. Also wenn wir da wirklich ein bisschen so denen die Zahn ziehen, diesen ganzen, ich sag mal, grünen Ideologen, und das auch berücksichtigen bei den Wahlen jetzt, ja, also wenn da einer behauptet, alles abschaffen, nein, wir müssen sehen, da ist schon mal allein die Behauptung Technologie offen ein großer Gewinn. Obwohl ich festgestellt habe, dass die CDU da offenbar nicht besonders sozusagen Richtungsweisendes drunter versteht. Sie will auch wieder die alten Sachen. Und keiner hat zum Beispiel davon geredet, dass man also Elektromobilität viel, viel günstiger und viel ökologischer erzeugen kann, als das jetzt mit dem schwergewichtigen Elektroauto. Aber darüber habe ich mich ja schon länger ausgelassen. Aber der Verkehr ist noch lange nicht, sondern wichtig ist, dass wir auch die anderen Energien, wie wollen wir unsere Häuser heizen? Auch da habe ich ein Konzept, insgesamt ein Konzept entwickelt, schon von 1990 mit einer großen Senderei. So, das war meine Meinung zu diesem Triell. Danke für die Aufmerksamkeit, Ihr Jean Pütz. Tschüss.